Meine Damen und Herren, es ist wie immer Mittwoch, noch 16 Uhr. Jansky ist raus. Was hast du denn für uns vorbereitet? Ich sehe auf jeden Fall schon mal wieder Blätten sein Auto auf dem Thumbnail und Blätten ist auch im Stream. Das heißt, Blätten ist viel in diesem Video. Jedes Mal, wenn Blätten im Stream ist und schreibt, weißt du, er ist sehr viel bei Jansky drin. Du bist einfach brechenbar, mein Freund. Moin, moin, Leute! Jansky, yeah! Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, der Agent spricht Spanisch. Hola! Der Agent hat jetzt eine Brille auf? Ist er in einem Alter jetzt angekommen, wo man eine Brille braucht? Übrigens, Brille ist sexy, Alter. Abex dreht am Rad. Was war denn das? Das war ja süß. Und Marco kriegt ein Fußballtrikot. Das wäre gar nicht aufgefallen, Blätten, dass du tot bist. Wirklich nicht. Also, ist noch fahrbar. Sieht ungefähr so aus wie mein Rennen gestern auf Bathurst. Nach den ersten 5 Kurven sah das sehr ähnlich aus. Nur, dass meine Scheibe heil war, aber meine komplette Front war abgebaut. Und der Mustang war ungefähr, sagen wir mal, einen halben Meter kürzer. Ich bin komplett dead. Oh, nee. Ich bin über diesen scheiß Huppel gekommen. Ach, Mann, ich kann mich löschen, ey. Oh, oh. Blätten, übrigens, muss ich auch ganz kurz mal anmerken, ich bin immer noch enttäuscht, dass du, immer noch kein iRacing fährst, mein Freund. Wurde groß angekündigt, ist noch nicht passiert. Also irgendwie, ich weiß nicht. Darauf können wir uns scheinbar nicht verlassen, auf dein Wort. Ach, komm, schieb mich bitte. Ich hab mir vor. Nein! Ich hab nicht hingeguckt. Darf ich bitte? Ja, aber hilf! Was tust du denn? Ja. Mann, ja, war mein Bett. Warum hast du denn da so Gedrängelblätten? Dein Rennen ist so eh vorbei. Mit 27 von 27 und dann drängelst du den vor dir? Ach, Blätten. Ich hätte das jetzt persönlich nicht gemacht, ne? Egal, kann ich das sehen. Och Mann, das ist doch scheiße. Ja, was denn? Ich war 5 Sekunden schneller, ja? Dann überhol ihn doch an der vernünftigen Stelle, Maga. Zullen das? Und dann drängelst du den auch noch so. Vielleicht macht er einfach eine gemütliche Ausfahrt. Scheiße, ey. Oh, oh. Barcelona, Alter. Oh, da, oh. Moment, jetzt noch keine Brille mehr auf? Was ist denn das? Wait a second. Sitzen da 2 verschiedene Menschen? Agent Brille und Agent Engel? Ist das so ein Cosplay-Ding? Oh, oh. Die Lache, Alter. Die Lache. Okay, die haben mich, das hat mich wirklich gekillt, Junge. Immerhin haben wir jetzt Platz. Mann, es ist zum Kratzen mit dem Mann. Wirklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Marco, der wird immer rangenommen, ne? Also ich glaube, haben wir schon mal gesehen, dass Marco jemanden rangenommen hat? Nee, ne? Marco wird halt immer so richtig schön trocken rangenommen. Ja, ehrlich, er war so überhaupt nicht in der Situation, da irgendwie reinzuhalten. Meine Fresse, sowas Dummes. Oh, da war Tom. Schöne Grüße, Tom. Was geht? Das endet nicht gut! Oh, starker Catch. Kommt wieder was aus der Box. Da aus der BMW. Oh, Junge. Jetzt wird's wild. Oh, wo kommt der her? Das endet nicht gut.
Warte mal, das geht in ACC immer noch? What the? Da kannst du noch so drüber donnern über die Curbs? In iRacing, Alter, wärst du auf dem Mond. Da wäre hier. Könntest du schon mal salutieren und Tschüss anmelden. Wow. Krass. Oh, oh. Du bist so ein Alter, verpiss dich. Junge, du bist so ein Alter, richtiger. Darum hast du eine Quali-Sperre, du Alter. Sorry. Nice, das Überholmanöver, Malinowski. Nice. Genau so macht man's. Wieder berührt. Und er noch eine DT für Track Limits. Oh, tolle Wurst. Können wir das nochmal kurz sehen? Weiß nicht hier. Das muss ich mir übrigens einprägen für den Podcast mit Krodonas. Du bist so ein Alter, verpiss dich. Also ich möchte jetzt nicht der Spielverderber sein, ne? Aber wo soll er denn hin? Also ich meine, wir können von der, also wo soll er da hin? Der fährt ja hier schon auf dem Curb. Also du okay. Du bist so ein Alter, verpiss dich. Junge, du bist so ein Alter, richtiger. Darum hast du eine Quali-Sperre, du Alter. Sorry. Nice, das Überholmanöver, Malinowski. Nice. Genau so macht man's. Wieder berührt. Und er noch eine DT für Track Limits. Oh, tolle Wurst. Ja. Warum ist ein E-Sports in Road? Jetzt mal, ist eine ernst gemeinte Frage. Ausnahmsweise lachen wir nicht, aber warum ist denn E-Sports in Road, also egal ob ACC oder iRacing, warum ist denn das immer so maximal tilt? Fahrt doch einfach mal gemütlich eure Rennen. Ihr sterbt alle mit 30 an einem Herzinfarkt. Lasst euch das von mir sagen. Was ist hier los? Vor allem hier mit Uhrensohn und was auch. Ich habe leider hier den Sound nicht, aber warte, ich spiele kurz einen Sound ein. Moment. Das war jetzt der Sound. Was ist hier los? Du bist 40, also nichts mit 30. Ja, aber ich habe auch noch keinen Herzinfarkt gehabt. Boah, also kannst du nicht immer voll tilt auf volles Programm reingehen. Ich kann jedem nur empfehlen, wirklich jetzt, kein Scheiß, falls man sich das wirklich abgewöhnen möchte, und das ist wirklich keine Ironie, kein Sarkasmus, geht mal oval fahren, da wird dir das ganz schnell abgewöhnt. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie dir das abgewöhnt wird. So schnell kannst du gar nicht kickern, wie du das nicht mehr machst. Ja, ja, ja. Das ist ein Boden, Alter. Jetzt achte mal auf seine Inputs. Hier verliert das Auto. Aber jetzt tritt er nochmal in die Bremse. Und stellt sich jetzt hier komplett in die Ideallinie. Und wir müssen ihm ausweichen. Das ist sowas nennt sich Pro. Sowas fährt NSO mit. Oh, das muss ich mir wirklich einprägen, dass ich da im Podcast mal nachhaken kann. Das würde ich mir nicht mal in der Wiederholung angucken. Das wäre mir so egal, Alter. Auch wenn er da am Rand steht. Krass, das ist ja richtig übel. Ui. Passt. Okay, Vorsicht. Bremst, bremst. Ja. Vorsicht, rechts bleiben. Schlängel dich durch, schlängel dich durch, schlängel dich durch. Rechts, rechts, rechts. Boah! Bro! Bro! Fleischer hat komplett Dings abgeräumt vor mir. Ja, Junge, die kommen durch, ne? Die kommen durch. Junge, Junge, Junge. Ja, da ist mir auch einer hinten reingeballert. Was denn? Perfekt, ja. Ich wurde teleportiert? Warum wurde ich teleportiert? Bro! Let's go! Oh, oh. Was war denn da los? Was war bei Noah los? Was? Ah, weil er nicht im Fenster perfekt, ist. Perfekt, ja. Weil er verpennt ist. Ich wurde teleportiert? Okay. Warum wurde ich teleportiert? Bro. Let's go. Oh, oh, Alter, die fahren da vorne 7 wide. Oh, Big Grid, meine Damen und Herren. Jetzt wird's interessant. Die nächsten 4 Minuten. Juhu. Ja, Bro, Alter, das wird ja komplett gescampt. Du entgehst dem Massencrash in T1. Ja, ich bin mittendrin. Halt vorne.
Ja, ich bin tot. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dieses Format zu starten. Ich weiß nicht, ob das Wahnsinn war oder Genie. Bin ich ehrlich. Ja. Also, wenn du eins lernst, ist es hier in dem Format, lernst du auf jeden Fall Crash Avoidance. Ja, Junge, die da war ein Crash, konnte nicht mehr ausweichen. Oh, nee. Was ist da los? Oh, Junge, jetzt stehen Nesten. Oh, Jumpscare. Wo stehen Nesten? Ne? Das verrate ich dir noch nicht. Oh, da ist... Oh, oh, oh. Ah, ja, ich bin komplett tot. Ich bin komplett tot. Ich bin komplett tot. Ich hab nicht mehr was machen. Ich hab gebremst, aber die hinter mir sind mir reingefahren. Den Reifenschlag kannst du... Oh mein Gott! Digga, das war's! Oh, oh mein Gott! Echt unberechtigter... Ey, diese Kurve ist auch einfach so prädestiniert für... eine Taucheinlage. Weiß er auch. Oh, oh! Mein... The fuck? Och, Mann! Ja! Mich schießt ein M2 ab. Ich hab 34 Sekunden Damage. Oh, Digga, jetzt fährt noch mal einer an mich rein. Meine Scheibe ist kaputt. Ja, ich fahr nur noch geradeaus. Ey, also das ist... Ist alles Schepp und Wackel. Oh mein... Nein, Mann! Wie oft wollen sie in einer Runde rausgeschoben werden? Shiro, ew, ich nehme sie alle. Oh, Shiro! Mich würde es nicht wundern, wenn irgendjemand einen Zettel hinten dran geklebt hat. Bitte... Bitte schieb mich von der Strecke. Shiro, konzentrier dich! Ich hab Shiro! Ich hab ja, Shiro! Digga, es nein, ist so ich ein hab Shiro. Scam. Ich hab Shiro gesehen. Er schießt mich einfach komplett ab, Alter. Also, das ist wirklich Abfuck. Alter, was ist denn das für eine Kameraperspektive? Was ist das für eine Kameraperspektive? Fährt Huben so Auto? Das ist ja, oh, das ist ja Elektrositz auf volle Pulle nach oben, volle Kante nach vorne und dann übers Lenken. Was ist da los, Junge? Oh, Niklas, da müssen wir uns aber nochmal unterhalten im Podcast. Ich möchte gerne, können wir vielleicht nochmal irgendwann ein Foto sehen, wie du im Auto sitzt? Oh. Hoch. Das hat gut funktioniert. Jetzt wird's unangenehm. Ihr wird da so viel schneller sein. Nice catch. Ja. Oh. Oh, Hendrik. Oh. Ja, gut. Das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Eigentlich habe ich einen ziemlich geilen Fight ausgemalt hier am Ende. Na gut. Hat er jetzt gewonnen? Wow, no! Was hat denn dies gemacht? Dankeschön fürs Freiräumen der Bahn. Also ich bin so gespannt, wenn ich meine Brille kriege Ende der Woche, was das ausmacht. Oh, das wird auf jeden Fall deine Welt verändert haben. Okay. Oh, lol. Bruder, kam der jetzt her? Habt ihr den kommen sehen? Ich überhaupt nicht. Hola! Ich glaube, das lag an der Brille. Wow. Scheiße. Entschuldigung. Ich schieb's auf die Brille. Nein! Ach, ich bin extra vom Gas gegangen. Scheiße. Nee, also Kota ist eine gute Strecke. Oh oh. Wir waren zu schnell. Oh aber wir können es eh nicht mehr absitzen, gell? Die zählt ja gar nicht mehr. Ach, wie dumm. Die zählt ja gar nicht mehr. Das war die letzte Runde. Scheiße. Aber er hat nicht gesagt, wie viel besser es jetzt mit der Brille ist. Das hätte mich jetzt wirklich noch interessiert. Leck mich am Arsch. Oh no, ich habe meine... Oh, sorry, Leute. Oh. Oh, sorry. Oh, dabei sind bei manchen Leuten schon mal die Zähne abgebrochen. Ja. Oh. Oh, das war zum Glück nur die Lippe, oder? Leck mich die analysieren? Arsch, ja. Oh. Ja, es war nur die Lippe. Oh.
Oh, das wär's ja jetzt noch geworden, Junge. Brr, richtig gegen die Zähne ging. Ah. Aber das wäre dir mit der neuen Brille nicht passiert. Das wäre mit der neuen Brille auf jeden Fall nicht passiert. Nee, nicht noch einmal moin. Fantastisch, Jansky. Dankeschön. Fantastico. Ich habe ganz vergessen, Kota Turn 1. Einfach auch Banger.